Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein XXXXXXXL Haul. Und zwar habe ich im Wert von 350 Euro Handmade Babyklamotten gekauft. Also selbstgenähte Sachen bei einem Instagram-Shop. Den Instagram-Shop verlinke ich in der Infobox und nenne ihn euch gleich auch nochmal. Ich zeige euch gleich nochmal das Logo. Ich habe das Paket schon aufgemacht und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Viel Spaß! So, das erste, was uns erreicht, ist ein Brief. Den hat sie extra für mich geschrieben, wo ganz, ganz liebe Worte drin sind. Ich habe mir den schon durchgelesen. Aber ich zeige euch nochmal ihr Logo. Das ist nämlich hier drauf. Genau, das hier ist ihr Logo. Vigalino heißt sie. Und ja, sie hat einen sehr, sehr schönen Instagram-Shop, wo man auch ganz, ganz viele Fotos sieht. Auch ein paar Sachen von meinen selbstgenähten Sachen findet man dort. Und genau, wenn ihr auch selbstgemachte Sachen sucht, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Genau, sie hat uns hier oben ein Paket reingelegt, was ich nicht bestellt habe. Denn das war sozusagen ja extra und geschenkt. Und ich würde sagen, das packen wir zuerst aus. Das ist alles eingepackt in so einem ganz weichen Vlies, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal. Oh nein, wie süß. Also erstmal haben wir eine Mütze. So sieht die aus. Das sind meine Lieblingsmützenschnitte. Die sind von Klimperklein. Also der Schnitt ist von Klimperklein und ich liebe diesen Schnitt von diesen Mützen. Also ich finde es einfach Hammer. Die sehen wirklich bei den Babys so ultra süß aus und passen immer. Diese schätze ich jetzt auf 50-56 mit zwei Kordeln und innen oder beziehungsweise wendbar mit den Ankern eben. Kann man eben einmal umdrehen, ob man die Anker draußen oder außen haben möchte oder eben die Punkte hier. Genau, das war zuerst dabei. Oh, dann haben wir ein richtig süßes Halstuch. So sieht es aus. Was ich dazu sagen muss, als ich diese Bestellung aufgegeben habe, wussten wir nicht, dass es ein Mädchen ist. Also wundert euch nicht, warum die Sachen jetzt neutral bzw. jungshaft sind. Ich habe sie mir jetzt angeguckt und bin eigentlich fest der Meinung, dass das auch ein Mädchen anziehen kann. Und ja, ihr könnt sie gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob die Sachen auch ein Mädchen anziehen können oder besser nicht. Genau, das nächste ist noch ein Halstuch. Das ist ein bisschen größer in so grün. Und auf der anderen Seite so ein ganz weiches Vlies. Auch richtig, richtig süß. Dann haben wir eine, oh, noch eine Klimperkleinmütze, aber mit so einem kleinen Cap vorne dran. Auch richtig süß. Innen in so, ja, so grünen Vlies. Auch richtig süß. Dann haben wir zwei Mützen. Einmal mit Dinos und einmal mit so Wolken. Und das letzte ist natürlich sehr mädchenmäßig. Da wusste sie bestimmt schon, was es wird. Einmal rosa Panda, so ein Pullover. Ich schätze den auf 74 bestimmt. Jetzt geht's an die Sachen, die ich bestellt habe. Wie gesagt, wir wussten nicht, was es wird. Aber ich habe wirklich bei allem keine Sorge, dass mein Mädchen sich da irgendwie schlecht fühlt, wenn sie das anzieht. Und ich habe ja von Anfang an eher neutral bestellt. Und deswegen, genau, finde ich, das kann Junge und Mädchen anziehen. Klar, ich würde es eher einem Junge als einem Mädchen anziehen, aber es kann auch ein Mädchen anziehen. Ich bin ja sowieso eher so, dass mein Mädchen auch gerne blau anzieht, weil ich das ja selber als Kind auch gemacht habe. Also ich habe damals nur Jungsklamotten getragen, Boxershorts, Hose bis in den Kniekehlen. Also ich war überhaupt kein Mädchen. Dementsprechend jeder, wie es will oder jeder, wie er will. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, denn das Paket ist proppevoll. Wie gesagt, ein Wert von 350 Euro. Und sie ist wirklich sehr, sehr günstig, was ich finde, hat aber wirklich eine Top-Qualität. Also ich ja, war wirklich sehr überrascht von ihren Preisen, aber sie hat keine Mängel an der Qualität. Genau, das erste, was wir haben, ist ein Strampler in 50-56 und der ist mit so Wolken. In schwarz-weiß mit so kleinen Wölkchen drauf. Den finde ich wirklich sehr süß. Mit schwarzem Bündchen.
sehr gut verarbeitet. Hier drinnen nochmal so ein schwarzes, ja, damit man den Stoff eben nicht sieht sozusagen. Ja, der erste super süße Stammblau. Und wie gesagt, das ist ja mal über neutral, also es kann ja wohl Junge als auch Mädchen anziehen. So, das nächste ist eigentlich auch sehr neutral, allerdings haben wir hier ein blaues Bündchen. Finde ich, passt farblich einfach perfekt zu diesem Stoff. Der ist nämlich so weiß mit so kleinen Schäfchen drauf. Finde ich wirklich auch super süß. Sie hat hier die Knöpfe noch blau gemacht, passend zu dem Bündchen. Und ja, also ich finde es auch total Mädchen, also es kann auch ein Mädchen anziehen. So, dann würde ich sagen, fange ich oder mache ich weiter mit den Einzelstücken, weil ich habe sehr, sehr viele Sets gekauft. Also diese beiden Strampler waren ja jetzt einzeln. Der nächste ist auch einzeln. Der Rest ist immer so in Sets, also mehrere Sachen von einem Stoff sozusagen. Und das nächste ist dieser Strampler. Der ist in 62-68, also schon ein bisschen größer. Die anderen, der Schaf war auch in 50-56. Dieser hier, wie gesagt, in 62-68 und ich fand den Stoff einfach so schön mit den Dreiecken. Und ich finde auch, das passt sehr gut zu einem Mädchen mit dem Goldenen. Das glitzert auch so ein bisschen. Und wie gesagt, mache ich mir da auch absolut keine Sorgen. Finde ich auch super süß. Mit so einem schönen mintfarbenen Bündchen, passend zum Stoff. Und auch die Knöpfe und alles passend zum Stoff. Also ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. So, dann fangen wir an mit dem ersten Set. Das erste Set ist mit Hasen drauf. Also das sind so Hasen. Und da haben wir einmal in 62-68 eine super süße Mütze. Wieder dieser Klimperkleinstoff, Klimperkleinschnitt mit zwei Bömmeln. Von innen ist sie schwarz. Wie gesagt, kann man sie auch wenden und dann ist sie eben von außen schwarz, wie man das halt eben möchte. Aber eigentlich ist halt, sind halt die Häschen draußen. Genau, einmal in 62-68. Und dazu dann noch ein passendes Halstuch. Das ist von beiden Seiten der gleiche Stoff. Und mit dann einem kleinen Knöpfchen hier hinten. Finde ich auch sehr süß, passend zur Mütze. Ich mag sowas immer total gern, wenn man dann, ja, schlichte, vielleicht ein weißer Body, schwarze Hose und dann so etwas dazu, finde ich sehr, sehr süß. Und auch das wieder wirklich neutral, oder? Dazu gab es eben noch so einen Strambler. Und auch den finde ich wirklich sehr süß mit den Häschen drauf und mit dem schwarzen Stoff, schwarze Knöpfe und schwarzes Bündchen. Der ist auch in 62-68. Immer wenn ich ein Video drehen will, fangen die Nachbarn an, irgendwas zu flexen oder zu sägen. Aber na gut, Fenster geschlossen, weiter geht's. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem nächsten Set an. Das ist ein Set mit so Walen drauf. Ich mag Wale, Haie und Delfine total gerne. Und das hat sie sich auch zu Herzen genommen und hat mir jetzt so ein Set aus, ja, diesem Walstoff hier genäht. Der sieht so aus. Und ich finde den wirklich auch sehr, sehr süß. Das ist so ein Sommerjumper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein, ja, weiß nicht, so ein Strampler für den Sommer. Also ohne Ärmel und halt hier unten auch nur für die Windel sozusagen. Ja, also kann man da einfach zum Beispiel entweder gar nichts drunter ziehen oder einen kurzen Body oder so. Für den Sommer sind die wirklich richtig, richtig toll. Also einmal so ein Sommerjumper. Hier hinten läuft das so über Kreuz, diese beiden Bändchen. Das sieht auch wirklich toll aus an einem kompletten nackten Baby, würde ich sagen. Und das kennt man wirklich jetzt bei ganz, ganz vielen YouTubern. Ganz viele haben das und ich dachte mir, okay, zwei musst du für den Sommer auf jeden Fall bestellen. Der andere kommt nämlich gleich auch noch. Ja, die Sommerjumper sind in 62-68, weil ich dann ungefähr so den Sommer berechnet habe. Das nächste ist ein Strampler im Walstoff und zwar auch in 62-68. Hier finde ich auch sehr schön, dass sie ja hier den Mintton von den Walen hier aufgegriffen hat und nicht, dass es, ja, dass es so ein bisschen hervorsticht und nicht, dass sie einen Dunkelblau genommen hat. Das finde ich hier wirklich sehr, sehr schön. Und sie hat aber hier ein dunkelblaues Bündchen. Aber ja, das finde ich wirklich sehr schön, dass es oben so ein bisschen absticht. Aber einmal so ein passendes Strampler zum Sommerjumper. So, das letzte aus dem Stoff ist ein Pullover in 62-68. Auch wie gesagt mit den Walen. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr süß. Die Größen sind übrigens immer eingenäht. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn man die Sachen zum Beispiel weiterverkauft.
oder einfach nicht so abschätzen kann, welche Größe das gerade ist, damit man wirklich nichts im Schrank vergisst. Und deswegen sind die Größen immer eingenäht. So, dann haben wir wieder ein Einzelteil, was uns hier entgegenspringt, und zwar in meinem absoluten Lieblingsstoff. Und zwar ist es einmal ein Einteiler bzw. Schlafanzug mit Wickelleiste sogar. Der ist in 68, glaube ich, 62, 68, genau. Hier seht ihr einmal, dass die Größen da auch wirklich eingenäht sind. Also wirklich top. Genau, der sieht jetzt wirklich richtig riesig aus, aber ich denke, das kommt einfach davon, dass es wirklich ein Einteiler ist. In so einem richtig schönen Weitestoff. Richtig, richtig schön. Davon hatte sie leider nur noch so einen kleinen Rest und deswegen konnte ich leider nur einen Teil daraus machen, sonst hätte ich sie, glaube ich, leer gekauft, was diesen Stoff angeht. Genau, wie gesagt, mit Wickelleist unten. Das heißt, man kann ihn wirklich super wickeln. Einfach unten aufmachen und dann, ja, wickeln. Also wirklich top. Und das sind einfach so kleine Dinge, die man, finde ich, beachten muss bei sowas. Und dann geht's weiter mit einem Löwenstoff. Der sieht so aus. Da haben wir schon den dunkelblauen von. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Weiß ich gar nicht, ob ihr den unsere anderen Strauble kennt. Auf jeden Fall, wenn ihr mal ein Schrank-Update haben wollt vom Babyschrank, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil da haben wir, wie gesagt, schon sehr, sehr viel aus diesem Stoff, nur in dunkelblau und nicht in grün. Und genau, jetzt haben wir noch ein Einteiler. Das sah gerade aus wie so ein Pulli, deswegen war ich gerade voll erschrocken, als da so viel rauskam. Also ein Einteiler, auch wieder mit Wickelleiste unten, genau der gleiche wie eben, auch in 68 bzw. 62, 68. Genau, einmal so ein Einteiler, auch wirklich super süß. Dann haben wir wieder ein Halstuch. Von der einen Seite mit den Löwen, von der anderen Seite in grün. Und dann eine Mütze wieder von Klimperklein mit dunkelblauem Bändchen und in grün, dies in 62, 68. Und einen passenden Strampler auch in 62, 68 mit schönen Orangenbündchen und in grün und orangen Knöpfchen. Wirklich auch super, super süß. So, dann geht es weiter mit einem, finde ich, auch sehr neutralen Stoff. Und zwar diesen hier. Den fand ich wirklich sehr, sehr schön. Wie ich vorhin schon bei den Dreiecken gesagt habe, ich mag so Dreiecke oder so Formen und so. Und deswegen, ja, musste der auch auf jeden Fall mit. Also das ist ein sehr, sehr dicker Stoff. Also eher was für den Winter, also etwas dickerer. Und da gab es eben ein Body. Die finde ich auch wirklich sehr schön hier unten eben mit so drei Knöpfen, die man aufmachen kann. Und hier oben auch zwei Knöpfe, wieder die Größe eingenäht. Und der ist in 74, 80 schon, also wirklich relativ groß. Aber den finde ich auch wirklich sehr, sehr schön vernäht. Allein diese Knöpfe hier oben, die sind wirklich top genäht. Also da hat sie halt extra so diese Leiste gemacht und das alles halt abgenäht. Also wirklich, wirklich, wirklich top Qualität. Dann gab es in dem Stoff auch einen Strampler in 62, 68. Darf natürlich nicht fehlen. Ich habe jetzt in 62, 68 extra keine anderen Sachen gekauft, was Strampler und Hosen und so angeht, weil ich einfach wusste, dass ich diese Bestellung aufgegeben habe, wo ganz, ganz viel 62, 68 drin ist. Und deswegen nicht wundern, warum hier so viel in 62, 68 ist. Das ist sozusagen fast unsere komplette Ausstattung, was 62, 68 betrifft. Genau, einmal zum Strampler hier, schwarzes Bündchen und weiße Knöpfe finde ich wirklich sehr schön. Es hebt sich so ein bisschen ab. Das wäre beim Body vielleicht auch ganz cool gewesen, aber ja, kann man sich nicht beschweren. Wirklich ein sehr, sehr dicker Stoff, also der fühlt sich auch richtig schön dick an. Ist auf jeden Fall etwas für kältere Tage. Ja, das letzte in diesem Stoff ist eine Pompino, so nennt sie das, beziehungsweise heißt der Schnittmuster so. Und ich habe eine Pompino auf ihrem Instagram-Account gesehen. Ich war so begeistert. Diese Pompino ist einfach so wunderschön gewesen. Und deswegen hat sie mir ganze drei Stück davon genäht. Und es ist sicher eine richtig große Arbeit, aber diese Pompinos sind einfach der absolute Hammer, oder? Also es sind im Endeffekt Pumphosen, die wirklich sehr, sehr lange mitwachsen durch das ultralange Bündchen. Aber auch durch diesen pumpigen Schnitt wirklich pumpig am Kind aussehen. Und sie hat Tragefotos von diesen Pompinos und das sieht einfach so hammermäßig aus. Ich glaube, es gibt nichts Bequemeres für die Kinder als diese Pompinos und allgemein Pumphosen.
Ja, es gab diese Pompino, wie gesagt, in diesem Stoff. Hier hat sie auch so Taschen natürlich. Einmal nach vorne und auch Taschen nach hinten. Also die Hose kannst du von allen Seiten anziehen. Das ist immer das Gleiche. Und genau, einmal so schöne Taschen hier drinne. Und eben diesen richtig pumpigen Schnitt. Also das ist wirklich richtig, richtig krass. Eingetragen ist die Hose als 74,80. Aber durch das Bündchen auch viel, viel früher tragbar. Und ja, ich bin wirklich richtig begeistert von diesen Pompinos. Ich hoffe, euch stört übrigens meine Frisur nicht. Ich war gerade erst duschen und ja, dann kam der Postbote schon. Und deswegen habe ich meine Haare überhaupt nicht gemacht. So, weiter geht's mit Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse ist auch irgendwie so ganz, ganz bisschen ein kleiner Favorit von mir. Aber nicht so wirklich extrem, sondern einfach. Ich zeige euch das mal, was ich meine. Und zwar meine ich das hier. Also einfach nur diese Mickey Mouse-Umrandungen, dass man erkennt, dass es Mickey Mouse ist, aber dass eben nicht das ganze Gesicht komplett drauf ist. Und einfach diese Umrandungen fand ich so wunderschön, dass ich mir das einmal in Schwarz und in Weiß gekauft habe. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich zeige euch jetzt einmal Schwarz. Und zwar gibt es da wieder eine Pompino in 74,80, wie gerade eben auch gezeigt. Auch wieder hier mit den Taschen und natürlich dem super langen Bündchen. Also genau die gleiche wie eben. Ich kann euch hier wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich warte nur darauf, bis meine Nichte mal wieder hier ist, dass sie diese Pompinos mal anprobieren kann. Weil die sehen wirklich unfassbar gut aus. Und ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr bequem. Auch wenn man das Krabbeln und Laufen anfängt. Ich kann mir da wirklich nichts Besseres vorstellen. Dann gab es in Mickey Mouse Schwarz einen Strampler in 62,68. Und dann gab es natürlich noch einmal passend Mickey Mouse Schwarz ein Halstuch. Genauso wie eine Mütze. Diesmal keine Klimperkleinmütze, sondern eine Mütze, die sie wirklich sehr, sehr oft und anscheinend sehr, sehr gerne näht. Nämlich mit Katzenohren. Also, ja, ich nenne sie Katzenohren, es sind aber einfach nur Öhrchen dran. Aber das sind halt so, ja, Katzenohren, weil die halt extra so geschlagen sind, dass sie hier so eine kleine Ohrmuschel haben und so. Und ich finde es einfach so süß und ja, ich weiß nicht, die sind einfach so goldig mit diesen Katzenöhrchen dran. So, und dann haben wir noch ein Pullover und der ist in 62,68 und gefällt mir auch sehr gut. Was ich hier sehr, sehr gerne dran mag, sind hier unten diese, ja, diese Nähte, die man wirklich sieht. Also ich habe schon sehr, sehr viele selbstgenähte Sachen gesehen und auch in Hand gehabt und gekauft. Und diese Qualität ist wirklich einfach top. Also ich kann da wirklich absolut nichts zu sagen. Auch wie das Bündchen hier vernäht ist und auch mit diesem Halsausschnitt. Also dass da wirklich die Kinder da nicht gequält sind, sondern dass man das wirklich weit aufmachen kann. Ich bin einfach begeistert. So, das war der schwarze Mickey Mouse Stoff. Jetzt kommen wir zu weiß. Denn das Ganze einmal nochmal umgedreht sozusagen. Und da gibt es den zweiten schon erwähnten Sommerwumper. Sommerwumper. Einmal auch wieder in 62,68. Genauso wie der andere eben auch. Kann ich euch auch nur empfehlen. Muss ich natürlich noch testen, ob die wirklich so gut sind. Aber es gibt einfach so viele Leute, die darüber schwärmen. Dann gab es einen Strampler in 62,68. Natürlich auch in diesem Mickey Mouse Stoff mit weißem Bündchen. Und dann gab es noch einen Pullover in 74, ja, in 74,80. Auch immer mit den Mickey Mäusen. Ein sehr dünner Stoff diesmal und auch schön leicht. Dann wieder eine Klimperkleinmütze in 74, in 62,80. Tut mir leid. Genau, einmal in 62,68. Und natürlich ein Halstuch. So, dann geht es weiter mit auch einem sehr, sehr süßen Stoff, den ich bei ihr gesehen habe auf dem Account und unbedingt haben musste. Den gibt es wohl nicht mehr so oft und deswegen musste sie mir sozusagen auch wieder ihre Reste vernähen. Das ist einmal dieser Stoff hier und der ist ja immer Oberhammer. So, da war eiskalt der Akku mal leer. Kann auch mal sein, wenn das Video schon so lang geht. Naja, wir haben gerade mal die Hälfte geschafft und ich denke, es geht einfach mal weiter. Wir haben den nächsten Stoff und zwar ist das dieser hier. Den finde ich wirklich auch sehr, sehr süß. Das ist auch ein sehr, sehr dicker Stoff und ja, der Pullover ist jetzt in 80, 86, also auch schon ein Riesending. Aber das ist ja auch nötig. In der großen Größe braucht man natürlich auch ein paar Sachen und dementsprechend gab es halt
diesen Eimer in dieser großen Größe. Dann gab es dazu wieder eine Mütze, diesmal in 74, mit den Hasenöhrchen, mit den Katzenöhrchen natürlich. Einmal passend dazu. Und die letzte Pompino, nee, die vorletzte Pompino, ich habe sogar 4 bestellt. Die vorletzte Pompino in der Reihe. Ja, einfach, wie gesagt, hammermäßige Hosen. Allein, das sieht doch einfach so hammer aus, oder? Ich will unbedingt jetzt ein Baby hier haben, was in 80 reinpasst, damit ich die mal anprobieren kann. Einfach wirklich hammer. So, dann haben wir ein Set in 68 wieder. Eine ganz normale Pumphose in diesem Stoff hier. Den finde ich auch wirklich sehr, sehr süß mit diesen Indianern. Schwarzen Bündchen passt sehr, sehr gut dazu. Und genau, einmal so eine Hose in 68. Wie bei der anderen schätze ich die eher auf 74. Das ist aber nur ein rein optisches Ding, aber die sieht halt wirklich sehr, sehr groß aus. Und dazu gab es noch in 74 einen Body. Genauso wie der andere auch. Und das ist auch wieder ein etwas dickerer Stoff. Finde ich wirklich auch. Sieht einfach richtig, richtig schön aus. So, dann gibt es das letzte Set. Und das letzte Teil ist der Oberhammer, Leute. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das letzte Teil ist wirklich der Oberhammer. So, erstmal gibt es die letzte Pompino in der Reihe. Danach reicht es auch. Und zwar mit diesem Stoff hier. Einmal mit so Beeren und Eichhörnchen. Einmal in so ganz normal grau meliert. Und dann natürlich mit den coolen Taschen und dem super langen Bündchen. Einmal die letzte Pompino, auch in 74 in der Reihe. Dann einmal ein Halstuch, passend dazu. Kann ich mir zum Beispiel mit der Pompino richtig gut vorstellen. Die Pompino, ein weißer Body und dann einfach so ein Halstuch. Finde ich einfach wirklich top. Genau. Dann haben wir eine Mütze von Klimperklein wieder in 62-68. Und einen Strampler in 62-68, auch der letzte in der Reihe. Und damit wohl auch der komplett letzte, den ich kaufen werde. Aber auch wirklich sehr süß, auch wieder ein etwas dickerer Stoff. Und auch wirklich top. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil. Das hole ich mal raus und tue den Karton auf den Boden, denn es ist sehr, sehr groß. Es ist in 80-86 und ist einfach der Oberhammer. Also, ich bin ein Overall-Freak und mein Kind hat jetzt schon 1000 Overalls und alle selbst genäht und ich bin einfach so ein Fan davon. Und deswegen muss natürlich auch hier wieder bei dieser Bestellung ein Overall her. Und ich werde mir auf jeden Fall noch mehr von ihr bestellen. Ich hatte nämlich sehr, sehr hohe Ansprüche. Also ich bin, ja, also so ein Overall zu nähen, da gehört schon einiges dazu. Und dementsprechend muss man da wirklich Leute finden, die das wirklich können. Und ja, ich habe ihr blind vertraut, habe da keine Fotos vorher gesehen. Und er ist einfach wirklich Hammer geworden. Ich zeige ihn euch jetzt. Er sieht so aus. Er ist, wie gesagt, wirklich riesig. Eine 80-86. Einmal draußen in so einem grauen, richtig, richtig dicken Stoff, weil er, wie gesagt, auch für den Winter dann sein wird. Beziehungsweise Frühling. Ich weiß nicht, wann der passt. Und ja, so sieht er aus. Hat einen Reißverschluss, der einmal so komplett nach unten geht, den man schön aufmachen kann. So, und innen finden wir die Mickey-Mäuse wieder. Einfach richtig Hammer. Dann haben wir natürlich hier so einen Schutz, damit der Reißverschluss auch nicht das Kind trifft, wenn man den zumacht. Und halt auch in der Kapuze als Mickey Mouse. Und natürlich dürfen die Öhrchen bei Maggie nicht fehlen. Deswegen sind hier auch noch 2 Öhrchen dran. Also wirklich ein Hammerstück. Und da werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch mehr bestellen. In der Kombination auch vor allem. Also ich fand das mit dem Mickey Mouse, das habe ich mir ausgesucht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut aussieht. Und dass sie das auch vor allem so gut hinbekommt. Also ich bin wirklich super begeistert und allein für diesen Overall hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Hier, meine Lieben, das war's. Das war der übermäßige Handmade-Haul. Ich weiß, das Video geht sehr, sehr lange, aber ja, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann seid ihr wirklich auch begeistert, denke ich mal. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Instagram-Account mal unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach schreiben, könnt die Fotos gerne ansehen. Und sie ist wirklich offen für extra Wünsche und ja, alles eigentlich. Und genau, ihr könnt ihr schreiben, was ihr gerne für Stoffe mögt.
Und sie sucht auch das Passende raus und schreibt das extra alles auf, damit da bloß keine Fehler entstehen. Das finde ich wirklich top. Ich bin super begeistert und für 350 Euro kann man hier auch wirklich nichts sagen. Das ist einfach so, selbstgenähte Sachen sind teuer, weil sie viel Arbeit brauchen, weil der Stoff unglaublich teuer ist. Ich habe jetzt noch eine große Bestellung bei jemand anderem aufgegeben. Also falls nochmal ein Handmade-Haul kommt, wundert euch nicht, Leute. Ich bin einfach von Anfang an begeistert gewesen von Handmade-Sachen, weil die Sachen einfach top sind. Also die sind selbst gemacht, die gibt es nur einmal auf der Welt, sind Unikate und ja, die sind einfach top. Also ich bin wirklich sehr begeistert, was Handmade-Sachen und so angeht. Genau, so und jetzt, wie gesagt, gibt es bald noch ein Haul. Die Dame ist noch lange nicht fertig. Die hat sehr, sehr viel zu tun. Aber da gibt es dann wirklich sehr, sehr viel Rosa und sehr, sehr viel Pink, weil die Sachen natürlich nach dem Geschlechtsouting jetzt gekauft wurden. So, und jetzt möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!